Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mubix und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video. Heute schauen wir uns die meiner Meinung nach besten Oversize-T-Shirts für den Sommer. Um genau zu sein, sind es 6 bzw. 7 T-Shirts. Und ich habe versucht, die T-Shirts so ein bisschen in eine gewisse Reihenfolge zu bringen. Vom am wenigsten guten, aber es ist immer noch ein Top-T-Shirt, nicht falsch verstehen, bis zum besten hin. War nicht so ganz einfach, aber ich glaube, ich habe am Ende des Tages eine Reihenfolge gefunden, die Sinn macht. Und ich würde vorschlagen, lass uns gar nicht viel reden, lass uns direkt anfangen mit dem ersten T-Shirt. Und zwar ist es eins von Represent. Übrigens, wer noch ganz bis zum Ende bleibt, am Ende gibt es noch eine richtig nice Insider-Info für alle, die gerne etwas günstigere Klamotten schießen. Bleibt bis zum Ende dran. Das erste T-Shirt ist dieses hellgraue T-Shirt aus der aktuellen Sommerkollektion von Represent. Es ist ein sehr simples, einfaches T-Shirt mit einem Siebdruck vorne in diesem Worldwide Design. Und was ich einfach so gut finde an dem T-Shirt, sind zwei Sachen. Einmal diese Farbe, dieses sehr helle Grau mit diesem Wash drauf, macht einfach einen sehr, sehr schönen, für mich sommerlichen Look, auch wenn es eine eher gedeckte Farbe ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Und als Veredelung haben wir eigentlich, wie gesagt, nur diesen Siebdruck hier worldwide Ton in Ton gehalten, dadurch nicht so auffällig, finde ich sehr, sehr gut. Und das typische Represent Metalltech, was wir eigentlich an jedem T-Shirt oder an jedem Produkt fast dran haben. Die Fits von den T-Shirts wurden bei der aktuellen Kollektion leicht überarbeitet. Ich habe das Gefühl, die sind ein kleines bisschen kürzer geworden. Die Ärmel sind nach wie vor, so wie wir es halt bei Represent kennen, okay, aber meiner Meinung nach könnten sie auch ein bisschen länger sein. Und getragen sieht das T-Shirt so aus, also ich glaube, hier gibt es nichts zu meckern. Es ist einfach ein grundsolides, gutes T-Shirt. Warum habe ich das aber als allererstes genannt? Weil ich finde, für T-Shirts ist die Preis-Leistung bei Represent leider nicht ideal. Ist okay, ist aber nicht, also es haut nicht um. Ich glaube, wir kennen alle Represent, die Preise sind einfach etwas teurer. Klar, die Qualität ist insane, es sind extrem gut verarbeitete Produkte, es sind extrem gute Stoffe. Und wenn man schon mal Represent getragen hat, hat man immer Bock, mehr von der Marke zu kaufen. Aber ich würde trotzdem behaupten, man kann für weniger Geld ähnlich gute, wenn nicht sogar noch bessere T-Shirts kaufen. Ich werde euch jetzt hier ein paar vorstellen. Und auf der Nummer 6 haben wir wieder ein T-Shirt von Represent, was jetzt nochmal sommerlicher wird vom Design, vom Artwork. Und zwar ist es dieses off-white-farbene T-Shirt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber farbtechnisch, designtechnisch absolut on point. Ich liebe diesen dicken Backprint mit den Blumen, mit diesem chromfarbenen R und mit diesem Vogel hier hinten drauf. Also es ist wirklich richtig sommerlich und ich bin nach wie vor der Meinung, Artworks, printtechnisch, macht Represent einfach den besten Job. Schaut euch das mal an. Das ist so ein nices Piece. Vorne haben wir nochmal einen Siebdruck. Represent Schriftzug in Chrom gehalten. Sehr, sehr nice. Also wenn man das jetzt so genauer anschaut, ist es wirklich sehr, sehr schön verarbeitet. Auch hier mit diesen Blumen etc. Und auch hier size-technisch bin ich bei einer L geblieben. Hier ist die Passform und ich würde sagen, absolut gut. Auch hier Preis-Leistung ist in Ordnung, kann man aber besser machen. Aber ich finde Qualität und Verarbeitung ist einfach richtig, richtig gut. Kragen genauso, wie man es sich vorstellt. Das ist ein etwas dickerer Kragen, sitzt aber sehr gut. Ihr habt es eh in der Passform gesehen. Und materialtechnisch sind wir hier bei 220 oder 230 GSM. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall so, dass man sagt, für den Sommer kannst du das immer tragen. Egal ob abends, egal ob tagsüber, wenn die Sonne voll knallt, wie jetzt gerade. Damit machst du absolut nichts verkehrt. Und auf der Nummer 5 haben wir ein etwas besonderes T-Shirt. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Und zwar ist es von Worst Behavior aus der aktuellen Sommerkollektion. Da haben sie eigentlich unfassbar viele T-Shirts in vielen Colorways. Da gibt es bestimmt für jeden von euch etwas dabei, der sagt, ich brauche mehr Farbe, ich brauche einen ausgefalleneren Print oder sonst irgendwas. Checkst du auf jeden Fall ab. Es sind sowieso wie immer alle Produkte unten verlinkt. Aber die T-Shirts von Worst Behavior haben mitunter den geilsten Fit. Sehr, sehr schöner Fit. Ihr werdet es gleich sehen. Das hier ist relativ schlicht vorne gehalten zumindest. Wir haben hier nur Worst Behavior als Siebdruck. Hinten wird es aber sehr interessant. Und da war ich selber erstmal ein bisschen so, Bruder, was ist das? Ich bin darauf nicht ganz klar gekommen. Der Print an sich nichts Besonderes. Sieht eigentlich ganz cool aus. Es ist ein Siebdruck. Aber ich fand diese Details mit diesen Tapes ganz nice und deswegen wollte ich das T-Shirt haben. Und als ich es bekommen habe, Bruder, ich musste feststellen, da sind echte Klebstreifen. Kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen in dem Licht. Bruder, das sind einfach echte Tapes und ich frage mich, Digga, was soll damit passieren, wenn man das wäscht? Ich habe das T-Shirt noch nicht gewaschen und bin echt gespannt, ob danach meine Waschmaschine am Arsch ist, weil sich das Zeug löst oder bleibt es vielleicht sogar dran. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht versucht, daran rumzupuppeln und das wegzumachen. Passform vom T-Shirt seht ihr jetzt hier. Also ich verstehe, glaube ich, was ich meine, wenn ich sage, die Passform ist einfach wirklich gut. Die ist richtig, richtig gut im Vergleich zu dem von Represent, was ich eben gesehen habe. Kann man sehr gut erkennen, dass es nochmal ein bisschen weiter ist, die Ärmel weiter und länger sind und in Summe gibt es für mich ein nochmal besseres Bild. Kragen auch sehr, sehr schön. In Summe einfach sehr gut gemachtes T-Shirt. Warum nenne ich das jetzt schon? Weil ich finde, die Preis-Leistung ist bei Worst Behavior auch nicht sonderlich gut. Also mittlerweile zahlt man 70 Euro für so ein T-Shirt dort. Und dann ist da eigentlich gar nichts groß Besonderes dran, was den Preis meiner Meinung nach auch wirklich rechtfertigt. Klar, es ist ein 300 GSM T-Shirt. Jetzt kann man vielleicht sagen, für den Sommer vielleicht zu schwer. Aber ich glaube, am Ende des Tages in Deutschland kannst du das abends, nachmittags immer noch sehr, sehr gut tragen. Aber es ist keine Bio-Baumwolle. Es ist kein nachhaltig produziertes Produkt. Also es sind für mich wenig Argumente da, warum man sagt, okay, Bruder, für 70 Euro absolut Schnäppchen machen wir. Sondern es ist so, kann man machen.
Muss man jetzt aber auch nicht unbedingt. Aber das T-Shirt ist geil, unabhängig vom Preis. Und als nächstes haben wir hier eine Brand, die etwas exotischer ist. Die habe ich früher schon mal hier das ein oder andere Mal vorgestellt. Und zwar ist die Rede von Ropa Delirio. Ich habe diese Brand schon mal vorgestellt. Junge Brand aus Deutschland, die sehr, sehr schöne Sachen machen. Wie zum Beispiel dieses Cropped Boxy T-Shirt mit einem wirklich guten Fit. Als Veredelung eigentlich ganz simpel. Wir haben hier nur diesen Stick aus diesen Schwalben oder Möwen oder was es auch sein soll. Aber an sich gut gemacht. Wir haben das gleiche Motiv hier hinten in den Nacken nochmal klein reingestickt. Und ansonsten ist es ein cleanes T-Shirt. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Hidden Gem, weil sehr wenige kennen die Marke, noch viel weniger Leute tragen die Marke. Und wenn du das anhast, ist es auf jeden Fall besonders so. Du wirst wahrscheinlich niemanden auf der Straße begegnen, der das gleiche T-Shirt anhat. Passform seht ihr jetzt hier. Und size-technisch auch interessant, es gibt nur zwei Sizes. Es gibt SM und LXL. Ich bin hier auf eine SM gegangen und ihr seht, der Fit ist einfach richtig gut. Kritik? An der Stelle ist für mich auf jeden Fall der Kragen, der ist etwas zu oldschool, der ist etwas zu weit, der ist etwas zu dünn. Das kann man besser machen, aber für 49 Euro würde ich sagen, ist es ein absolut solides Gesamtding. Das T-Shirt an sich selber würde ich sagen, wirklich, wirklich geil. Ich mag die langen Ärmel, ich mag die weiten Ärmel, ich mag den weiten Body, der leicht cropped ist. Also wirklich richtig, richtig gutes T-Shirt. Und jetzt kommen wir zu den Top 3 und hier werdet ihr gleich verstehen, was ich meine, wenn ich sage, das sind zu 100% die besten Oversize-T-Shirts, die man gerade kaufen kann. Und zwar ist die Nummer 3 von Preach. Preach hat ja eine neue Sommerkollektion rausgebracht in diesem College-Vibe und da haben wir dieses T-Shirt und ihr werdet gleich verstehen, warum ich sage, das ist das Beste, was man kaufen kann. Weil fittechnisch sind die T-Shirts von Preach mittlerweile auf einem Punkt, wo sogar ich, und ich kann an allem meckern und an allem kritisieren, absolut nichts mehr sagen kann. Die Fits sind perfekt und ich sage wirklich, perfekt. Schaut euch einfach mal die Passform von dem T-Shirt an. Kragen, sehr, sehr nice. Mir gefällt tatsächlich hier sogar diese Split-Optik, aber trotzdem ein enger und gut ansetzender Kragen. Ärmellänge, perfekt. Ärmelweite, richtig schön boxy, weiter fit. So muss es sein. Länge, leicht cropped. Ein Problem, was wir bei Preach über die Jahre ständig hatten, dass die T-Shirts einfach zu lang sind. Absolut gefixt. Nicht nur gefixt, sondern meiner Meinung nach sogar echt perfektioniert. Also sehr, sehr schöne Länge. Als Detail haben wir hier noch so eine Teilungsnaht, die über den vorderen Teil vom Body geht. Warum bringe ich das T-Shirt auf der Nummer 3, ganz einfach, es hat folgende Besonderheit. Wenn du tendenziell jemand bist, der sehr schnell schwitzt im Sommer, ist das wahrscheinlich kein T-Shirt, was du im Sommer anziehst, weil es ist aus einem Terry-Stoff. Auch eine Besonderheit, die wir so nur bei Preach, glaube ich, bisher gesehen haben. Ein Terry-Stoff für ein T-Shirt, das ist quasi, ja, ein Stoff, den du so in der Form eigentlich bei Hoodies und so weiter benutzt, aber in einer relativ dünnen Ausführung. Ich habe jetzt hier keine GSM-Anzahl gefunden, aber es ist schwerer als übliche T-Shirts, auch als 300 GSM-T-Shirts. Das ist auf jeden Fall etwas dickeres, aber Fit und Material sind einfach richtig, richtig geil. Und preistechnisch, dadurch, dass wir hier einfach wirklich einen schweren und eher atypischen Stoff für T-Shirts haben, sind wir halt bei 75 Euro, wo ich sagen würde, okay, das ist schon teuer so, keine Frage, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, 75 für das oder 70 für ein Worst Behavior T-Shirt, was eigentlich eher ein, in Anführungszeichen, normales T-Shirt ist, würde ich safe das hier vorziehen. So, aber auf der Nummer 2 haben wir ein T-Shirt von Preach, was definitiv 100% sommertauglich ist. Und zwar ist es dieses Versity-Shirt, ich glaube, das heißt Versity. Es hat hinten das gleiche Artwork, was wir bei dem grauen T-Shirt eben vorne hatten, als Backprint. Die ganze Kollektion ist in diesem College-Vibe und das, glaube ich, hier ist, ja, kommt sehr gut rüber. Vorne haben wir noch einen kleinen Siebdruck auf der Brust, aber warum ist es ein absolut perfektes Oversize-T-Shirt für den Sommer? Wir haben materialtechnisch einen dünnen Stoff, so wie wir ihn halt für den Sommer brauchen. Ich glaube, wir sind hier bei 230, vielleicht 250 GSM, boah, vielleicht sogar auch 220 oder so. Also auf jeden Fall kein schwerer Stoff für den Sommer, perfekt. Und der Fit, Leute, ist so gut. Schaut euch das mal an. Das ist eigentlich der gleiche Fit wie bei dem T-Shirt davor, nur dass wir hier sogar noch einen normalen Kragen haben. Das heißt, wenn du jetzt nicht so Fan bist von diesem Split-Kragen, hier hast du eher was Standardmäßiges. Aber ihr seht es, der Kragen sitzt perfekt. Ärmellänge perfekt. Ärmelweite richtig gut. Generell, das T-Shirt ist sehr weit und cropped geschnitten. Also etwas, was ich mir ehrlich gesagt seit Jahren bei Preach wünsche, ist endlich eingetreten. Wir haben richtig perfekt fittende T-Shirts aus einem sehr, sehr guten und vor allem hochwertigen Stoff. Und am Ende zahlen wir hier immer noch weniger als zum Beispiel für Worst Behavior oder so, 65 Euro. Und wir reden hier von Sachen, die halt GOTS zertifiziert sind. Also 100% nachhaltig und so weiter und so fort. Ich will in dieses Thema nicht rein, das habe ich schon oft genug für euch thematisiert. Ich glaube, man kann es einfach folgendermaßen zusammenfassen. Es sind einfach nachhaltige T-Shirts mit dem besten Fit, den man kriegen kann. Und Preis-Leistung an der Stelle für mich auch absolut in Ordnung. Es ist jetzt nicht geistkrank gut, keine Frage, aber es ist wirklich in Ordnung so. Und auf der Nummer 1 ist natürlich, wie soll es jetzt sein, war, da wir jetzt den perfekten Fit endlich bei Preach haben, wieder ein T-Shirt von Preach. Und jetzt, Leute, sorry, shame on me, ich habe es nicht da. Ich kann euch nur ein Foto einblenden. Aber ich kann euch beruhigen, Fit ist exakt wie bei dem T-Shirt, was ich euch gerade gezeigt habe. Ich habe es irgendwie zu Hause liegen lassen in der Wäsche, keine Ahnung warum. Und Artwork finde ich so, so nice. Auch die Message dahinter, don't let everything in your life get washed. Also sehr, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, fittechnisch absolute 10 von 10. Besser geht's nicht. Also im Moment, bei dem aktuellen Markt, den wir haben, bei den aktuellen Trends, wo wir haben, kann man den Fit nicht besser machen. Deswegen absolute Props, 10 von 10, sehr, sehr geiles T-Shirt. Und zum Abschluss noch die Insider
Info. Ich darf es eigentlich noch gar nicht sagen, aber wenn du jetzt bis zum Ende geblieben bist, dann finde ich, hast du es verdient. Und zwar am 21.06. ist es soweit, es gibt wieder Vault by Represent. Vault, für alle Leute, die nicht genau wissen, was das ist, ich kann es euch ganz einfach sagen, es ist Sale und es könnte der größte und beste Sale sein, den es bisher bei Represent gab. Deswegen am 21.06. müsst ihr bereit sein. Checkt gerne auf Instagram vorbei, ich werde euch da vorab die ganzen Infos geben. Ich glaube, ich werde jetzt auch so einen Broadcast-Channel machen, gerade für die Leute von YouTube und so, wo ich quasi vorab so wichtige Informationen, die für euch sehr, sehr geil sein könnten, in diesem Channel teile. Dann seid ihr immer mitunter die Ersten, die das mitbekommen. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Schreibt es in die Comments und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mubix. Ciao.